Was soll ich bloß wählen? Hey, es ist Bundestagswahl 2017 und manchmal sieht man so zerknirscht aus, wenn man überlegt, was man wählen soll. Das sind hier gute Nachrichten für Therapeuten, der Walkthrough durch Unternehmen Praxis. Mein Name ist Ralf Buchner, herzlich willkommen zum Walkthrough für die September-Ausgabe 2017. Und das Thema ist Bundestagswahl. Ist klar, jetzt Bundestagswahlen in diesem Monat, das ist der Bundeswahlmonat. Und das hier ist der Bundeswahlmonat-Helfer für Therapeuten. Wir haben nämlich das gemacht, was man heute Morgen in jeder Tageszeitung sehen konnte. Der Wahlomat ist jetzt online zur Bundestagswahl. Aber leider sind da die Themen, die Therapeuten interessieren, überhaupt nicht berücksichtigt. Und deswegen haben wir den Wahlomat sozusagen in unser Heft geholt und haben hier 14 Thesen zusammengestellt zur Bundestagswahl. Zum Beispiel die Entkoppelung der Grundlohnsumme sollte in Zukunft weiterhin gekippt werden. Oder die Ausbildung soll voll akademisiert werden. Oder die Therapeuten sollen GBA sein oder sollen eine Kammer kriegen. Egal was, ist ganz egal, welche Meinung man da hat. Wir haben das den Parteien vorgelegt und die Parteien haben geantwortet mit ja, sind wir dafür, nö, sind wir dagegen oder wir enthalten uns. Jetzt kann man hier ideal sehen, welche Partei wofür oder wogegen ist und hier hinten kann man ankreuzen, was man selbst machen will. Und das ist sozusagen der ideale Koalitionsrechner für Heilmittelerbringer. Und hiernach müsste man sagen, am meisten Kreuze kann man gut zusammenpacken bei den Grünen und den Freien Wählern. Das wäre sozusagen die ideale Koalition. Das ist natürlich Unfug, das wird nie was. Aber hier kann man gucken, wen hätte man da gerne. Und wer noch nicht weiß, was er wählen soll, der kann hier nachgucken. Was haben wir noch? In dieser Ausgabe zu erwähnen ist der Pinocchio des Monats. Das kennen wir alle. Die privaten Krankenversicherungen haben so die Tendenz, Sachen zu behaupten, die einfach nicht stimmen. Und das haben wir mal auseinandergenommen. Ein Brief des Münchner Verein Krankenversicherung an einen Patienten, der so strotzte über 2,5 Seiten von fehlerhaften Behauptungen, Verdrehungen und so weiter. Den haben wir mal auseinandergenommen, haben die Zitate aus dem Brief rausgenommen und einfach mal widerlegt. Das ist gutes Material, was man nutzen kann, auch von anderen privaten Krankenversicherungen, weil die alle die gleichen falschen Argumente benutzen. Das ist also gut für Privatversicherungen. Was haben wir noch? Ein Problem haben wir in Berlin und Schleswig-Holstein. Dort gibt es Kassenzahnärztliche Vereinigungen, die aus irgendeinem Grunde behaupten, man könne keine Doppelbehandlung auf Zahnarztverordnung ausstellen. Das ist natürlich falsch. Auch Zahnärzte können Doppelbehandlung verordnen. Hier ist ein Artikel und da wird auch zum Beispiel der Justiziar der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung zitiert, der sagt, ja, aus unserer Sicht gibt es keinen Grund, warum man nicht genauso wie bei ärztlichen Verordnungen auch bei zahnärztlichen Verordnungen Doppelbehandlung verordnen kann. Insofern viele gute Nachrichten für Therapeuten. Das Thema Heilpraktiker abschaffen und solche Sachen sind natürlich alle hier drin. Wie immer alles drin, auch Genehmigungspflichten und so weiter und so fort. Jetzt will ich zum Schluss noch einmal kurz darauf hinweisen, auf etwas, was das Herz eines jeden Therapeuten höher schlagen lässt, nämlich unseren Kalender für 2018, unser Wandkalender für 2018 unter der Überschrift Therapie wirkt. Wir haben jetzt an 12 Beispielen gezeigt, wie konkret Therapie wirkt, mitsamt Literaturquellen und allem drum und dran. Das ist perfekt, um es in der Praxis aufzuhängen. Das ist perfekt, um es seinen Mitarbeitern zu schenken, damit die stolz sein können auf das, was sie machen können. Und es ist perfekt, um Verkaufsgespräche über Therapie in der Praxis einzuleiten. Also daran denken, gleich bestellen und dann kann man den ab Oktober kriegen. Gut, das war's und jetzt wähle ich. Ich wähle natürlich UP als Lesequelle, damit ich weiß, was in der Branche läuft. Kann man auch abonnieren, dann hat man das regelmäßig da. Und ich wähle jetzt, was ich wählen werde. Viel Spaß dabei!